Ja, erstmal herzlich willkommen zum ModernKoi-Blog und heute eine Frage von Maximilian. Guten Tag. Ich bin ein Riesenfan der Blogs und habe auch schon etliche angesehen. Vielen Dank dafür. Gerne. Leider war noch nicht das Thema Tiere artgerecht töten dabei. Leider ist es in meinem Teich öfter der Fall, dass Fische aus Alter, Krankheit durch Wildtiere oder bei Nachwuchs durch Missbildung so verletzt waren, dass eine Genesung unmöglich schien. Ein entsprechender Tierarzt zeitnah zu Rate zu ziehen, ist auch nicht immer möglich. Als Angler weiß ich, Fische artgerecht zu töten. Gibt es Merkmale, auf die man achten kann oder muss, um den richtigen Moment für die Erlösung zu bestimmen? Beste Grüße, Maximilian. Lieber Maximilian, das ist im Tierschutzgesetz ganz klar geregelt, wann der richtige Zeitpunkt ist, und zwar genau in dem Moment, wo man weiß oder zu denken glaubt. Und das ist jetzt halt immer die Grauzone, und darum sind wir vielleicht da auch nie drauf eingegangen, dass ein Tier selbstständig nicht mehr überleben kann. Ja? Und das ist jetzt eine ethisch-moralische Frage. Ja? Wie definiert man das? Also ich sage, ein Koi, der über längere Zeit nicht mehr gefressen hat, weil ihm zum Beispiel der Schlund zugewachsen ist oder aufgrund anderer Geschichten, der ist sicherlich dann irgendwo an der Reihe. Und wenn man sieht, er baut immer weiter ab und verliert seine gesamte Muskelmasse, dann ist sicherlich irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt ist es wahrscheinlich besser, den Koi, das Tier, von seinem Leid zu befreien. Ja, das ist auch ein Teil der Paragraph 11 Prüfung, wenn man die ablegt, der Tierschutz. Ja. Nur wenn ein Tier jetzt zwar noch frisst, aber andere, zum Beispiel bakterielle Probleme hat, dass zum Beispiel eine Seite komplett offen ist. Was ist in so einem Fall? Und ich kann da eigentlich jedem nur empfehlen, es vielleicht im Zweifel nicht selber zu entscheiden, sondern einen Tierarzt zu Rate zu ziehen. Ich weiß nicht, man kann ja viele Tierärzte dann auch per Telefon oder per WhatsApp erreichen, man kann ein Video schicken, man kann Fragen stellen, man kann im Prinzip die Entscheidung von sich weg hin zu einem Fachmann, der genau weiß, ist es jetzt soweit oder nicht. Also ich habe sowohl Fälle erlebt, wo der Zeitpunkt komplett versäumt wurde, jetzt bei Tumoren, wenn die Tiere wirklich schon kugelrund sind, der Rücken hängt so durch, der Bauch hängt nach unten, die Tiere sind nur noch am Boden, versuchen dann manchmal zu fressen und kommen immer nach oben. Und die Besitzer haben immer noch die Hoffnung, dass es zu einer Spontanheilung kommt und sich dann der Tumor zurückbildet. Das ist in 99,99999% aller Fälle kompletter Quatsch. Es gibt es sicherlich immer noch die eine Ausnahme, von der man vielleicht irgendwann gehört hat. Ob die sich dann so zugetragen hat, muss man natürlich auch immer in Frage stellen. Aber solche Fälle sind eigentlich immer aussichtslos. Und das wäre jetzt das, wo ich sagen würde, da erlöst man einen Koi. Aber genauso habe ich auch schon Fälle gesehen, wo eigentlich gar nicht so dramatisch war und wo nachher entweder die Möglichkeit der Heilung aktiv durch einen Tierarzt oder selber oder auch die Spontanheilung noch möglich gewesen wäre, wo man sich dann auch wieder von den Dingen getrennt hat, von den Koi viel zu früh getrennt hat. Und das, was du schreibst mit dem Nachwuchs und Missbildungen, das ist natürlich auch ein Thema, dass man insbesondere dann, wenn man eine sehr enge Blutlinie hat und vielleicht hobbymäßig gezüchtet hat oder die zufällig im Teich geboren wurden, dann sind die krumm, ist der Schwanz krumm, der Kopf nach oben oder die haben eine komplette Körperskoliose. Das gibt es alles und da ist es natürlich das Problem mit der Obhut des Menschen. In der Natur hätten die in der Regel nie auch nur die geringste Chance, viele davon nicht mal die Chance, wenige Wochen zu überleben, aber unter der Obhut des Menschen schaffen die das dann halt und irgendwann hat man dann halt die entsprechenden Koi im Teich. Also, mein Rat ist ganz klar, also wenn es eindeutig ist, dann das Tier immer befreien, aber Eindeutigkeit ist natürlich jetzt auch nicht so klar definiert, wie ich gerade gesagt habe, und im Zweifel würde ich aus Tierliebe und auch aus Tierschutz dann einen Tierarzt zu Rate ziehen. Wie gesagt, heutzutage per WhatsApp sind die meisten zu erreichen. Kurzes Video schicken, ganz kurz den Krankheitsverlauf schildern oder was passiert ist. Und dann wirst du da eine Antwort bekommen. Und dann bist du zumindest auf der ethisch-moralischen Seite, auf der sicheren Seite. Dir weiterhin viel Spaß mit dem Hobby, Maximilian. Mach's gut und bis dann. Ciao.